Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal haben wir Romeo und Julia geholfen bei ihrer heimlichen Liebe. Naja, heimliche ist jetzt das falsche Wort. Eventuell ist es jetzt zu einer heimlichen Liebe geworden. Der Vater, der ist ja extrem verbohrt. Und wir haben das gefährlichste Monster des gesamten Spiels fertig gemacht. Nein. Haben Riku und Manana damit eifersüchtig gemacht. Und heute wollen wir hier noch ein paar Nebenquesten annehmen zuallererst. Und auch eventuell abschließen. Guck mal, hier in der Nebel ist es nicht mal auf einer Insel. Nebel ist weg. Der mysteriöse Nebel. Ach, das ist sogar nur eine Info. Ich dachte, das wäre jetzt eine richtige Quest. Na gut, im Süden ist noch mal was. Und im Norden. Ich würde sagen, Süden zuerst. Also im Endeffekt ist die Reihenfolge so oder so egal. Wie jetzt auf der kleinen Insel da? Was will der Fisch von mir? Tatsächlich. Kann direkt wieder aus dem Bild, ne? Topographical Info Update. Ishan. What's it doing here? Doesn't look like it's after us, somehow. Wanna follow? Even better, let's make a big sign saying, "We're idiots, please shoot us." You what? Give it a rest, Lance. So, what's the plan, Noah? Right. Since it's a Pharonis, it'll doubtless have a bunch of people enslaved to a flame clock. They might not be too happy to see us, though. We'd be lucky if that was all. Consuls. Or rather, Mobius could be there too. True. Which is why, whether we follow them or not, we need to think carefully. Was für ein Gigant. Also ich wäre dafür, dem Ding zu folgen, tatsächlich. Muss dann nur hierhin wandern. Ja, dann haben wir doch unser heutiges Ziel direkt. Aber erstmal gönne ich mir hier den Container und dann folgen wir ihm. Ich denke mal, ich lasse mich so lange mal aus dem Bild. What are you hiding, little guy?
Ich habe tatsächlich bei Xenoblade übrigens drüber nachgedacht, den Avatar demnächst eventuell generell aus dem Bild zu packen, weil das Spiel hat sehr, sehr viele Sequenzen und ich bin halt mehr aus dem Bild als im Bild. Weil ich mich bei Sequenzen ja immer aus dem Bild packe. Wetten, dieser Pharaonis greift uns noch an. Ich dachte mir nur, was für ein Titan. We've never been here before. Look, there. Is that... Didn't we see that Pharaonis before? At Ishan Isle? So then, that means Mobius might be over there. They could attack us at any time. Let's proceed with caution. Ha! Visitors, eh? A sparkin... Mobius? What an impulsive pair ye two make. Anyway, cool your heads and have some grub with me. Grub? You need food if you want energy. Don't go telling me you don't eat now. Yeah, get real. What's his deal? But you're all skin and bones, the lot of you. Right, laddie? All right, steady on. Anyhow, I'm not even hungry. I'm not gonna bite your heads off, pipsqueaks. Don't just stand there. What do we do? I guess we can't just ignore him. Ah, I do love the sea. So I'm taking this thing on a trip. Kann es sein, dass das der erste Möbius ist, der freundlich ist? Life is a long journey. Walk your path without a destination and you'll get little encounters like this one. Yeah, if you think we're gonna trust a Möbius, you're off your rocker, man. Ho ho! Sounds like you're in an awful pickle and no mistake. What a disaster for ye. But you see, Mobius I may be, but I don't got any orders regarding ye. I'm a free agent, says I. Anyway, there are things on the sea so tasty they'll make you weep, along with some gigantic monsters. So I arrange for them to be here, things you landlubbers would never dream of. You mean you're mixing the colony up in all this? Just so you can have a bit of fun? Guess you're right. I just love watching the sea from a Pharaonis, truth be told. Therefore, free agent that I be, I work as Colony 15's consul with a spot of moonlighting as the commander. The other Mobius tell me rubbish like, your name is T. Perhaps it's fate I met up with you lot. So if you please, you could call me Captain Triton. Somebody tell me what's happening? Captain Triton, I get what you're saying, I do, but... Noah, you ain't humoring this windbag. Indeed. Can't listen to any words from this man's mouth.
His crazy, reckless schemes will get friends dead. Smashed to pieces. And what? Once I get an idea, I have to put it in motion. Otherwise, nothing around here would happen. The Cap'n's awesome. He might be an ugly lump, but he can smash a big monster clear into next year. Well, I like a good challenge. So we spend a chunk of time going around it. Wait, who are you calling ugly? Whether they're in the sea or the sky, we find big nasties and biff them up good. Right. Gotcha. You definitely called me ugly. Look, Mia. We're better off keeping away from this lot. You can't be best pals with a Mobius. Come now, young pup. You only just arrived. Fancy a little contest. A contest? The wind brings me a couple of rumors, such as all of ye being pretty capable. Seeing fellow warriors always gets me fired up, so it be contest time. What are you on about? No way I'm doing that. Scared, eh? Eh? Aye, you're lily livers. Guess Ouroboros just run away with their tails between their legs. That right? Lily livered. Who are you calling lily livered? Just leave it, Lance. You're wasting your time bothering with someone like him. Must be nice for you, leaving one foot out the door so the sparks won't fall on you when there's trouble. You're frightened of getting knocked down, so you're making out like you're warning him. You trying to save face or something? Be you so scared of Mobius? That's Lily Livered, or my name's not Captain Triton. I'll give you Lily Livered. It's settled then. Been looking for someone hot-blooded. Happy? Make the preparations. Men of the Sea, Triton's triple challenge. My power vested in Appy. Appy will now explain rules of contest. Huh? You mean we're actually going through with this? Rules are simple. In vicinity of Colony 15, there are three islands. Each island have specific challenge. Team that solves challenge fastest wins points. If that's all we need to do, this will be incredibly simple. I totally thought this was going to be a big punch-up. Where's your sense of romance? Ain't no contest in a straight-up fist fight. For friends' informations, Colony 15 soldiers wait on each island to observe contest. Contest teams are all of friends' team versus the captain and three others. Hey, so we have a bigger team. Doesn't seem fair. Ye be guests, you see. I'll accept a handicap by way of hospitality. Oi, are you having a laugh? Ignore it. He's just provoking you. A man doesn't go back on his word. Now then, all of you, get to it! Friends prepared? First challenge is at Ishan Isle. Talk to Ronya to find out more. Let contest begin! Ich hätte es nicht gedacht, ne? Also wir kriegen echt einen Möbius als einen Helden. Vor allen Dingen sein Helden sieht sogar aus, als ob der so einen Piratenhut tragen würde. Ist immer richtig geil. Okay, warte, wo soll ich hin? Ach, dahin, da kann ich mich sogar hinporten. Und glaube ich, ein freundlicher Mobius. Wie ein richtiger Seemann, ne? Ich muss nur vier Monster fertig machen.
Ich muss einfach nur 4 von diesen Fischis fertig machen, ne? Wenn's weiter nichts ist. New colony, let's harvest some ether. Also ich hätte nicht im Entferntesten gedacht, dass wir irgendwann mal einen der Möbius als Helden eventuell bekommen können. Im Gegensatz zu den anderen ist der auch tatsächlich sympathisch. Na gut, die Fische, die scheinen ja nicht viel auszuhalten. Wir sehen uns, nachdem ich den letzten Fisch verkloppt habe. So, hab gerade den letzten Fisch kaputt gekloppt. Erste Aufgabe abgeschlossen, würde ich sagen. And we're done. Did we win? I saw it all. Maybe you aren't such landlubbers. You're late, Captain. I'm afraid that means you lose. Looks like you're all mouth and no trousers, eh, Captain? Look at you. You're knackered. Who's taking the handicap now, eh? Well, you must have ate a bad shrimp or something. That be all. Now on to the next one. And don't you even think about backing out now. Set a course for Daedal Isle. Well, he's backing out. We're the ones kicking his ass. Ernst gemeinte Frage, wo? Ach, dort. Ist ja nicht weit weg. Lukavu. Okay, jetzt muss ich so oder so was besprechen. Einmal Kajüte. Let's rest and heal up. Guck mal, das mit Guernica ist auch eine Heldenmission. Jo. Okay, können die anderen 4 Gespräche auch direkt abhaken? 3, das darf ich nicht. Shall we put our heads together on this?
Also so wie er sich benimmt, passt der Name der Mission überhaupt nicht. Da geht's bestimmt um Monika. Besprechen wir erstmal die Klingen. Hey, so, can we talk? Let's have a little huddle up. Ja, das Ouroboros-Sein hat da sehr stark nachgeholfen. Ja, definitiv Heldenmissionen, um Monika freizuschalten. Aber natürlich machen wir erstmal die Heldenmission zu unserem Piratenkumpel fertig. Ich muss Beute nochmal neu im Voraus setzen. Wir machen das hier. Um Gottes Willen muss ich viel sammeln. Ich komme ins Bild zurück. Wo zum Geier soll ich denn alle Sachen sammeln? Unter anderem würde eine der Sachen hier eventuell reichen. Die Herausforderung verlieren wir doch sowas von, wenn wir so viel zusammensammeln. Und die noch nicht mal wissen, was die sammeln sollen. Liebe Rieseninsekten, können wir uns darauf einigen, dass wir uns nicht kloppen? Ist das eine Möglichkeit? Dass ihr mich nicht verprügelt. Ich will nur das Teil da vorne haben. Ich laufe gerade extra einen riesen Kreis um das Ding. Hab wenig Lust, dass es mich angreift. Hey, here's what we needed. Oh, I'm so glad we found it.
Die Mücke würde ich ja noch klein bekommen, aber das Riesending 100 pro würde es mich umbringen. Ich will mich echt nicht mit diesen Riesenkäfern anlegen. Ich weiß, dass die mir in den Arsch treten. Die treten mir so tief in den Hintern rein, dass tief eine neue Bedeutung bekommt. Da sage ich nein, danke. Haben wir schon Probleme, wenn ein 5-Level-Unterschied besteht. Wenn es ein richtiger Gigant ist, wie diese Affen zum Beispiel, dann sehe ich ja generell kein Land. Da muss man mindestens 10 Level drüber sein. So, jetzt in einer anderen Richtung einsammeln. So, und das nächste einsammeln. Ich würde gern einen Boss bekämpfen innerhalb der nächsten Folgen, damit wir bei den Helden, den wir ja zuletzt neu bekommen haben und höchstwahrscheinlich jetzt auch nochmal neu einen bekommen werden, die Angriffskettenfähigkeiten sehen. Wenn wir die drei Helden freigeschaltet haben, würde ich sogar eventuell drüber nachdenken, ob wir dieses eine Roguelike-Ding nochmal machen. Weil wir haben ja dann schon einiges freigeschaltet. So, der will bestimmt jetzt wieder Sequenz reden. Also gehe ich schon mal aus dem Bild. Ich würde am ehesten sagen, der Bernstein. Oder das Fossil. Bei der Kokosnuss sehe ich mich gerade nicht. Ich sag mal der Bernstein. This is what we've picked. Get a load of that. Oho, interesting. Yar, they be here first. All right, Beef. Taking it easy, are we? Unlike some people, I have a more discerning eye and take my time with things. Anyway, what have you got there? A rock, is it? Ha ha ha! You reckon you'll beat me plonking down a little old rock? Say that again. This is what I brought. Any fool could see it's bigger. Whoa, that is pretty big. Oh, good choice, Captain. This local fruit is said to be jaw-droppingly delicious. Totally true. Manana could have told you that. That'll be a win for me, then. Als ob die Kokosnuss richtig war. Our guests are the winners, Captain. What? I did ask for the most valuable booty. What our guests have brought sells for 10 times more than that coconut. And while the coconut is certainly delicious, its value is only so-so. Maybe the value is only so-so, but have you seen it? Look at the size, and it tastes fantastic. Bigger be better than smaller, says I. It's worth more in size, therefore I win. Friend Wright! Taste alone make it bestest treasure. Hey, whose side are you on, shortcake? Manana will not make fibs. Tell Manana what more important than deliciousness. Ye can't say fairer than that. I win. No, you did not win. Just man up and accept you lost. Captain, accepting defeat is part of being a man of the sea. Ugh. You've really got me over a barrel here. Well played. But the next one's gonna be mine, you'll see.
come to Cape Arcafor, I'll give you a damn good thrashing. Oh. That man is a few screws short of Elevenis. Wo ist das denn jetzt schon wieder? 1000 Meter in der Richtung. Na gut, das erste Gespräch ist immer ohne die Sequenz. Na dann, Kyo, gib den Ton an. Was ist letzte Aufgabe? Was ist als letztes piratenmäßig? Da macht einer den Zorro. Okay. Die Fußspuren sind doch direkt hier. Die Fußspuren sind gleich groß. Ist die Frage, welches von den beiden das richtige ist. Ich geh mal rechts. Hm? Ahoy, guests. What's up? What's up? We want to know what you're doing here. That's what's up. That's no good, friends. You're supposed to be taking down that monster. Oh, did I explain that to you already? No, you'd scuttled off somewhere, so we had to get the deets from someone else. Well, that's no good then, is it? If you waste time here, you're gonna lose. We followed the tracks here, you numpty. Ah, we got more tracks here. Oh, my. We better follow these then. Good luck, friends. You best not hang about, or the captain will sail ahead. We've made some new friends. Und das wollen wir ja nicht, ne? Shall we deal with this? Warum führe mich die Fußspuren durch ein Gebiet, wo ich verprügelt werden soll? Hört mir nicht sonderlich fair. Kommt auf einmal so ein Titan raus. Wäre der auch Hacker auf mich gewesen. Ich hoffe einfach mal, du bist das, was ich suche. Komm her, die mach ich fertig. Hast du gerade gepurcht? So oder so, das könnte auch ein Bossgegner sein. Also mitnehmen tun wir den so oder so. Ich warte mit dem schwankenden Angriff gerade noch kurz. Dann können wir gleich die Angriffskette machen und dann sehen wir mal vom Mascher die Angriffsketten Aktion. So, Angriffskette. Egal, ob das Vieh schon fast tot ist. Okay, jetzt gerade haben wir sie nicht in so zur Verfügung, aber wir können ja ihre Technik da schon mal sehen.
Ah, das ist so eine Aufopferungsheldin. Alle anderen kriegen 15, das heißt, man will sie eigentlich relativ früh nutzen, aber sie selber verliert 10. Das ist eigentlich ultra stark. Da macht man mehr Plus als Minus. So, du hast umwerfen. Mal gucken, hoffentlich kriegen wir sie jetzt direkt als nächstes. Hier, Mascha, strahlende Künstlerin. Erhöht während einer Angriffskette die Crit-Rate um 27%. Klingt auch mega stark. Der zappelt im Schlaf. Okay, sie ist ganz praktisch auf jeden Fall. Na gut, jetzt ziehen wir die Angriffskette durch, ne? Ja, die ist ultra gut. Kann man die Prozente ja richtig weit hochtreiben. Okay, das Ding ist jetzt auch eh tot. Setz sie jetzt mal tatsächlich nicht zuerst ein. Ich teile mal die Punkte vorher noch ein bisschen hoch. Wir haben mal alle drei Techniken von ihr genutzt. Ach, sie greift trotzdem weiter an. Bei ihr geht's durch. Okay, ich dachte, weil ein Healer ist. Dass sie nicht abschließen kann. War das jetzt das Monster, was ich erledigen wollte? Ja. Yes. Now that's what I'm talking about. Now that was a bone cruncher, eh? Where are the others? No sign. Right. Let's leg it back to the Pharaonis. Yeah. That buffoon's going to regret making fools of us. Ich glaube, das wäre Matt. The big lug still isn't here. No. Friends have come back before arrival of Captain. Have to say, Captain is not most punctual. Ah! Don't tell me we're pipped to the post again. Captain! Captain is late. Is never good thing to make guests wait. It was a piece of cake. Maybe we should have given you a handicap. Winners of contest are honored guests. Man of the Sea, Triton's Triple Challenge, Part 4. What? The last challenge be a good old punch-up. The winner gets, what do I need? 7 points. What he said. Good. Now, put him up. Well, this is taking the piss. It's called the Triple Challenge. Yes, we agree for once. What happened to a man doesn't go back on his word? Heh. You be right. He doesn't. But a man always wants more. Ugh, this clod. What crud is he spouting now?
It's the same stuff he's been spouting from the start. Ah, Lance! Huh? You better pay attention. Man of the seas, sucker, punch! Lance! You okay? What a bloody underhanded way to start a fight, asshole! Carelessness on the sea gets you killed. A man's gotta pay attention every second of every minute. Sorry, Captain can't be stopped when he gets like this. Friends, watch out or get sucked into Captain Tornado! A snuffing sucker punch. Now you're in for it. Playtime's over, matey! Ha-ha! How about you then? I take you all out at once. Ich würde sagen, da ist jemand ein schlechter Verlierer. Da ist jemand ein sehr, sehr schlechter Verlierer. Warte mal, wir sollten uns tatsächlich erstmal um die Ads kümmern. Die halten auf jeden Fall weniger aus. Und im Ernst, was für ein schlechter Verlierer. So, Kergas als nächstes. Und der letzte kriegt meine Angriffskette zu spüren. Ich dachte mir schon, dass das Ablenkfeld fertig ist, das wollte ich vor der Angriffskette noch aktivieren. Okay, jetzt kriegt er aus dem Maul. Uff, der ist jetzt auf jeden Fall RIP. Ich habe die Kette richtig stark ausgeteilt. Mascha ist richtig stark in der Angriffskette. Also der Angriff allein hat 218.000 gemacht. So it's settled, right? We totally won this bloody thing. Man, what a real mudder of a Mobius. Oh, my aches have aches. You bested me. He ain't half strong. It wasn't exactly one-on-one. To be sure. I'd have beaten any one of ye in a fair fight. But I feel no ill will. Been a while since anyone knocked me down. Well, I'm feeling all kinds of ill. He snuffing sucker punch me! I have a question. If you're a Mobius, you could have transformed at any time, right? So, why didn't you do it? Ah, young'un. Only thing I trust are these old bones and my own two fists. In a brawl, anything else kinda taints things. Besides, using anything else be no fun at all. I feel that. I think. Ah, truth be told, I've been alive so long, I've clean forgot how to transform. Oh, for sparks, don't know why I asked. By the by, wonder if I could ask you a favor.
Come on. Think it's a bit early in our relationship for that. If I let this get away from me now, I might not remember again. I gave up thinking ahead long, long ago, see? Well then, what is it that you need? Ah, well, I want you to smash that big old shiny thing. That's your flame clock. Mate, do you even have a clue what you're saying right now? I've been waiting for this moment. For that thing to disappear, see? Are you really sure? Yeah, tear it down, says I. Well, I'm around to watch it happen. Here we go! Finally, you're free, friends. Huh. I know it's a bit late to ask this, but are you sure this is okay? Now, you boys and girls might not be understanding this. I've been a Mobius for a long time, seen and learnt a lot about death. The thing with death is, it doesn't care about your feelings. It just comes when it wills. Now, I've seen people who lived short but full lives. People who cling to every last bit of life. People who are only too happy to die. I've encountered so many people, I've lost count. But good or bad, they die while I carry on. But of course that's going to happen with the way the world is. If I'm going to accept things just because that's how they are, then maybe I've been living too long. Watching the way they lived, I ended up thinking, wondering what fun these people could get up to if they were free. Something fun, maybe something stupid. Fun? Sure. I think about Dougie, best strong man I ever saw. Or Serena, nobody loved to see like her. Gould had no equal in battle. I knew all sorts of spirited folk, but no matter who they were, the flame clock would end up being their reason for living. I wanted to do something, but not even these boat hooks could put a dent in that blasted thing. You mean you tried to do it as a Mobius? Aye, but nothing came of it. That's when it really hit home that I was a Mobius. I couldn't destroy the flame clock. And after a while, I just gave up. Isn't that ironic? Man, and here I thought you were just some giant without a thought in his head. Turns out there's a bit more to you. It be true. Getting the old noggin going is not a skill I possess. But round about the time I gave up thinking about anything, I started hearing about you lot. About us? Yep. Some idiots going around beating up Mobius, smashing up flame clocks, things of that ilk. Need I explain any more? I knew you were the ones who could release my friends, trapped by that infernal clock. Well, we did do that. Indeed. I suppose you could say that us destroying the flame clock set your friends free. But that doesn't mean that your friends would have got the same lease on life as Mobius. You don't have come out with some tripe, Four Eyes. Four Eyes? My name is Tyon. I be talking about in here. The heart? You mean like feelings? That's right, girl. It doesn't change anybody's lifespan, but in that moment, it's the bonds between us all that change. But you're a consul. You're telling me something's changed between you and your underlings. I think you know the answer, boy. We be equal now, not tied to each other by time, or who be above and who be below. Equal? Aye, me and ye are equals. We've had a good brawl, and now there's no grudges.
So, what will you do now? Good question. I reckon I'll find the next big beastie and beat the snot out of it. Hope you got room, kiddies. Huh? Didn't really think I'd be fighting Mobius. Ah, but I'm a big boy. It'll be fine. You mean you're joining us? Yep. I bet you feel all kinds of reassured. I mean, you are pretty tough. Wait. Did you forget we're Ouroboros? And he's Mobius. You're gonna go against your own kind. Too right. You could live 1,000 years and not get the chance to team up with Ouroboros and take a pop at Mobius. I may like an odd scrap with some tough ones, but going on some idiot adventure with them sounds fun too. What do you think? He doesn't seem the type to have any ulterior motives. There's one. I've a debt to pay ye, and I've decided I'll pay it now. Otherwise, ye softies will get knocked down by the next breeze that comes along. And not because you're planning on punching us when our backs are turned? Nope. When I've a problem with somebody, I be the sort to tackle it head on. I mean, no. You definitely punched me when I wasn't looking. Have asked with your pesky details. Come on, this is a good deal. All right, you convinced me. You sure? You can't say you hate him after listening to all that. That's true. Okay, you're on the team, Triton. Glad that didn't take long. I like a good snappy decision, so I do. But if you put one foot wrong, we're kicking you out faster than you can say Ouroboros. Ha ha! I shan't cross my heart. Just you watch, boy. I got me own special power I can help you out with. Oh yeah? I'll keep my expectations low. I'd better relay the tale to my men. Oh, one last thing. Huh? What is it now? I got feelings deep as the sea, which I like to pound into some tough enemies. Now, I want to fight forever. But when I became a Mobius, that's when I realized that one human life would always have felt too short. I've lived my life in fear, worried that it was too short. But now, a quick scuffle with ye all has helped clear things up for me. I really felt alive. I be grateful. Thanks to ye, I can chart a new course. Get out of here with all that, man. Ha! You got it! Ich mag den Kerl. Und wir haben tatsächlich einen Mobius, also Mobius bei uns im Team. Erlernt Techniken und Talente einzigartiger Gegner und kämpft je nach Charakteranpassung unterschiedlich. Triton selbst verfügt über einzigartige Techniken und Talente, mit denen er seinen Angriff auf vielfältige Weise stärken kann. Was ihn einen mächtigen Angreifer macht. Allerdings hat er vieles von dem, was er sich über die Jahre im Weg angeeignet hat, mittlerweile wieder vergessen und nutzt nur noch seine liebsten Techniken und Talente. Seelenkontrolleur, Lehrklasse. Ein Seelenkontrolleur kann keine Meistertechniken oder Talente ausrüsten. Stattdessen werden Techniken und Talente von besiegten einzigartigen Gegnern erlernt. Diese Techniken und Talente können gestärkt werden, wenn du gewisse Bedingungen erfüllst. Öffne im Heldenmenü mit Y die Seelenkontrolle-Liste, um die Bedingungen zu prüfen. Seelenkontrolleure können ihre Rolle ändern, indem sie das Rollentalent wechseln. Beachte die Zusammenstellung deiner Gruppe und wechsle je nach Bedarf die Rolle.
Okay, der Kerl scheint offenbar mega praktisch zu sein. Ich wollte ihn sowieso ins Team holen. Ach, kann es sein, dass ich für jeden Bossgegner was mit für ihn freischalte? Das ist ja ultra krass. Okay, damit beschäftige ich mich auf jeden Fall beim nächsten Mal. Aber wenn der Typ so krass ist, wie ich ihn mir gerade vorstelle, dann ist das eventuell einer der stärksten Helden. Dann ist er definitiv einer der stärksten. Wenn nicht gar der stärkste. Also was Angriffskraft auf jeden Fall angeht. Na gut, er ist auch ein verdammter Möbius. Natürlich muss er heftig sein. Im Übrigen, Entschuldigung, dass der heutige Part so lang geworden ist. Also bei mir ist der schon über eine Stunde lang. Ein bisschen werde ich wahrscheinlich rausgeschnitten bekommen, aber ich kann nichts versprechen. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute, bis dann.